Herzlich willkommen zu Folge 61 von der Bannersage. Ich bin Finn Simon, es freut mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, es ist jetzt doch gekommen, und zwar habe ich die Schwierigkeit runtergestellt, wie man sie hier sehen kann, auf durchschnittlich. Wir haben das ganze Spiel auf schwierig gespielt und hatten eigentlich, also es war schon knackig, aber wir kamen durch. Ich glaube, wir mussten ein, zwei Kämpfe nochmal angehen. Aber dieser Kampf gegen Brüller, ich habe jetzt, glaube ich, keine Ahnung. Wir haben Freitag fast Nacht. Ich habe bestimmt 4, 5 Stunden lang jetzt versucht, diesen Kampf hinzubekommen. Mit allen möglichen Variationen von Einheiten und habe die Items hin und her getauscht. Und ich habe es einfach nicht gebacken bekommen. Also, und jetzt mal auf durchschnittlich. Ist jetzt natürlich ja, deutlich leichter. Also nur mal um abzureißen, was wir auf schwierig haben. Also er hat gleich viel Leben und Rüstung. Wir haben 2 Fernkampfeinheiten auf schwierig, die ich glaube jeweils 2 Punkte mehr haben. Also 11, 11 und 10, 10. Und wir haben hier vorne 3 von diesen großen. Und zwar 2 von den mit 14 Rüstung und 23 Stärkepunkte und einen mit dem Schild, der 22 Rüstung und ich glaube 14 Stärkepunkte hat. Und ja, mehr dann später. Weil ich möchte mir jetzt ehrlich gesagt nicht den Spielspaß an dem Spiel vornehmen lassen. Nur, dass ich jetzt hier stundenlang rumprobiere. Ich habe auch mir dann mal versucht, auf YouTube irgendwas zu finden. Das hätte ich euch dann gesagt, aber einfach nur, um zu schauen, ob es irgendwie möglich ist. Und ich habe Sachen gefunden, die allerdings, ich glaube, 4 oder 5 Jahre alt waren und ich weiß nicht. Die Gegner haben dort anders reagiert als bei mir. Ich habe es mehrmals probiert. Vielleicht wurde da was gepatcht, wie auch immer, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall hat er sich hier aufgestellt und ist hier einfach durchgerusht. Also hat den einen hier weggetreten, den einen mit dem hohen Leben und ist direkt auf den Brüller drauf und hat dann das gemacht, was wir jetzt auf der einfachen Stufe machen werden, sage ich mal. Ein zweiter Punkt, der sich unterschieden hat, was uns vielleicht hier zu Verhängnis wurde, ist es gelungen. Ich habe sehr stark Fernkampf eigentlich nur Alett geskillt und Rook natürlich ein bisschen. Und ich glaube, dass das ein bisschen mein Problem ist, dass ich sehr nahkampflastig geskillt habe. Was uns in diesem Kampf nicht zum Vorteil gesteht, weil es nicht das Ziel ist, die Schlacht gewinnen gegen alle, sondern wir müssen eigentlich nur Brüller down bekommen. Und ja, das habe ich nirgends gefunden. Ich habe sowohl deutsche als auch englische Videos angeschaut. Die paar, die ich gefunden habe, auf dem harten oder beziehungsweise schwierigen Schwierigkeitsgrad, die haben irgendwelche Sachen genutzt oder die vielleicht zu dem Zeitpunkt funktioniert hat vor mehreren Jahren, aber jetzt irgendwie ich nicht mehr reproduziert bekomme, obwohl ich es probiert habe. Dementsprechend werden wir es jetzt einfach auf durchschnittlich spielen. So, wir tauschen hier einfach nur einmal durch. Das ist jetzt ein bisschen lame, weil die weniger Schaden machen und ich glaube auch mehr Schaden mache. Und die Aufgabe ist eigentlich nur, wir müssen Brüller, ich glaube, Rüstung unter 10 hauen oder so. Vielleicht auf durchschnittlich sogar nicht mal bis unter 10 und Alett kann den Silberpfeifer schießen. Ja. Und die haben ja hier quasi schon deutlich weniger Leben. Wenn ich den jetzt auf 7 runterklopfe, dann macht der schon nicht mehr wirklich was. Also ich müsste mich eigentlich gar nicht um die anderen kümmern.
sondern eigentlich wirklich nur schnell zu Brüller vorrücken und gut wäre. Nichtsdestotrotz schauen wir jetzt einfach mal, wenn man in Reichweite jetzt mal gucken. Die Attacke macht tatsächlich noch gleich viel Schaden. Ich habe Ivor doch auf die falsche Seite gepackt, tatsächlich. Ich hätte mit Ivor auf ihn gehen sollen. Beziehungsweise müssen. Aber jetzt nehmen wir den das mal raus. Dann die Rüstung runter. Genau, und Juno steht hier halt und sagt ja uns immer hier Sachen, was wir im Idealfall tun sollen. Da kommen dann so lustige Sachen wie schnell Brüller runterprügeln. Und ich habe alles Mögliche probiert. Ich habe mich breit aufgestellt, ich habe mich hier aufgestellt, hier, und es war einfach vollkommen egal, was ich tue. Zumindest war so die Empfindung. So, und eigentlich müssen wir nur das hier machen. Und darauf fokussieren wir uns jetzt auch mal. Jetzt haben wir Alet auch noch. Ich meine, vielleicht reicht es schon hier. Ja, es reicht schon. Das ist das Lustige auf dem Schwierigkeitsgrad. Dann stirbt auch. Ich weiß nicht, wie viel Leben hat er. Ja, müsste überleben, weil kriegt glaube nur einen Schaden. Und Brüller schnappt sich Alet. Und das war ich jetzt natürlich auch noch nicht. Ich hoffe, sie ist nicht tot. Aber sie liegt auf jeden Fall erstmal leider am Boden gleich. Und hier unterscheidet sich natürlich das Ganze jetzt wieder. Und jetzt kommt mein Lieblingssatz von Yuna. Schnell, Rook, mach kurzen Prozess mit Brüller. Und auch hier haben wir jetzt relativ angenehme Gegner. Steinsänger hatten wir auch. Ich weiß gar nicht, ob der Steinsänger überhaupt mehr Rüstung oder Stärkepunkte hatte. Auf jeden Fall hat Brüller jetzt jeweils zwei weniger. Die Fernkampfeinheit ist auch jeweils zwei Punkte weniger schwächer. Und hier vorne hatten wir nochmal zwei von diesen Tank-Typen mit 22 Rüstungen und 14 Stärke. Also er hier ist quasi stärketechnisch fast schwächer als die Tank-Typen aus der anderen Runde, die wir hatten. Und auch hier müssen wir eigentlich nur wieder auf Brüller drauf gehen. Und das ist halt genau der Punkt. Ich mache jetzt hier, hau den 10 Punkte weg und der macht uns eigentlich schon fast keinen Schaden mehr. Das ist jetzt halt im Vergleich zu dem, was wir das restliche Let's Play über für Kämpfe hatten, super einfach. Aber ich krieg den Anfang einfach nicht gebacken. Ich schaffe es nicht. Ich weiß nicht warum. Ich weiß wirklich nicht, woran ich so hart gescheitert bin. Jetzt können wir hier nochmal 8 Rüstung weghauen. Dann können wir den wegmachen. Und das ist halt so viel.
einfacher tatsächlich. Ich glaube, was uns auch sehr, sehr hart getroffen hat, ist, dass wir eine schlechte Moral haben. Das hat es, glaube ich, nochmal um ein Vielfaches schwieriger gemacht. Aber es ist jetzt, wie es ist, blöderweise. Aber ja, komm. Wir bringen es zu Ende. Wir nehmen ihm erstmal 4 Lebensstärkepunkte weg. Er macht auch schon mal weniger Schaden. Ja, er überlebt es immer noch nicht, aber hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Er darf halt jedes Mal hauen, wenn er getroffen wird. Das ist so ein bisschen gemein tatsächlich. Ich hoffe jetzt, dass er irgendwann uns wegstößt und nicht immer zu zurückschlägt. Wollen wir den doch nicht noch verlieren. Wie auch immer, wir sollten das, glaube ich, noch hinbekommen mit den beiden. Die kriegt er jetzt einfach nicht mehr runter, weil er jetzt schon zu viel Schaden genommen hat. Egal, auch wenn er immer wieder draufhaut. Und der finale Schlag gegen Brüller, wie gesagt, es tut mir irgendwie selbst leid, weil ich das doch ganz gerne auch in schwierig geschafft hätte, habe ich aber nicht. Ich habe wirklich 4, 5 Stunden lang probiert, ohne, also die Zeit rausgerechnet mit Nachschauen, wie das irgendwelche anderen Leute machen oder so oder gemacht haben. Die haben alle Odds sehr hoch gelevelt gehabt, hatten teilweise die hieß die Hex, die vermeintliche Hexe dabei mit ihren Feuerpfeilen, die ganz gut Schaden dann gemacht hat, weil sie gelevelt war. Hatten teilweise auch noch Nid gelevelt. Und das haben wir halt gar nicht gemacht. Ich habe halt fernkampftechnisch wirklich nur gut unseren Magier zum Schluss, also Eivind, Alette und Rook. Und alles andere haben wir nur Front. Weil wir damit sehr gut gefahren sind, auch im Let's Play über, im restlichen Spiel, dass wir vorne immer eine stabile Linie hatten. Es bringt uns halt nur blöderweise nichts, weil er heilt sich auch immer wieder. Er heilt sich selbst immer wieder hoch, zumindest auf dem harten Schwierigkeitsgrad. Habe ich jetzt gar nicht beobachtet, ob er das auf dem auch macht. Stimmt, hat er gar nicht gemacht, ne? Auf dem harten Schwierigkeitsgrad, wenn der einen Gegner, also einen von uns gelegt hat, hat er, glaube ich, sogar plus 6 und plus 6 bekommen wieder. Und dann kommst du damit einfach dagegen einfach nicht an, weil er zu viel Rüstung hat, als dass du da super viel Schaden machst. Und ja, ich hoffe, Alette ist nicht tot, weil es kommen ja noch 2 weitere. Das Tolle ist, wenn ich das richtig verstanden habe, kann man das nach dem Kampf auch wieder auf schwierig stellen. Das würde ich dann tatsächlich auch tun. Und dann haben wir halt. Bei diesem einen Kampf haben wir nicht geschafft, ja. Beziehungsweise habe ich nicht geschafft. Aber kann ich ganz gut mitleben. Besser als dass ich jetzt die Lust daran verloren hätte. Dann strecken wir ihn mal nieder. Okay, ich dachte, jetzt ist es abgestürzt oder so. Alette, nein, nicht sie. Wo sind die Magier? Und das ärgert mich auch, dass ich
Alette den Pfeil gegeben habe. Weil ich glaube, das wäre für uns auch noch besser gewesen, auch in dem Kampf, weil Alette die stärkere Fernkämpferin ist tatsächlich als Zug. Vor allen Dingen, wenn man ein bisschen Rüstung runtergeballert ist, dann macht sie immer übertrieben Schaden. Iva sagt Rook, sie können ihr nicht mehr helfen, steh auf. Du nimmst das Chaos rund um kaum wahr, Wüter fliehen vor Wahlkriegern, ihren Vorteil nutzen. Brüller ist tot. Du nicht? Wir müssen gehen. Lass mich Alette nach Vrsgar tragen, wir werden ihr die Ehre erweisen. Och nö. Das wurmt mich. Juno hatte recht. Jetzt, da Brüller gefallen ist, fliehen die Wüter vom Schlachtfeld. Du kehrst nach Birsgard zurück, erinnerst dich aber später nicht wie. Nur der Anblick, wie Ivar Alets reglosen Körper trägt, brennt sich in dein Gedächtnis. Ja, das machen wir als nächstes. Ich weiß nicht. Ich habe so ein bisschen Angst, dass jetzt nichts mehr kommt, deswegen machen wir ein bisschen längere Folge. Wie dem auch sei, ja. Mache ich am Schluss nochmal. Der Kampf, der war schon. Respekt, wer den auf hart schafft. Holy shit, ich habe es nicht hinbekommen. Vielleicht, wenn wir ein bisschen anders geskillt hätten. Vielleicht, wenn wir Gil durchgebracht hätten mit seinem Steinmauer, also mit diesem Rüstungsteil. Vielleicht hätte er uns da ein bisschen den Rücken frei halten können, indem er die Attacken von den Aufsichtssiegeln, wir wären auf Brüller gegangen. Aber da hat uns wirklich gefehlt, dass wir zu wenig Fernkampfeinheiten hatten, die wirklich stark gelevelt waren, stark auch auf Rüstungsschaden gelevelt waren. Weil das habe ich so die Nahkämpfer machen lassen und auch Alette habe ich eben nicht stark auf Rüstungsschaden gelevelt. Und dann dazu kam noch die sehr schlechte Moral mit minus 2 Willenskraft. Ich glaube, das in Kombination war das irgendwie verunmöglicht. Eivind sagt, wir müssten also genug Zeit haben, um Schiffe zu bauen. Wenn das Recht haben, die Wüter scheinen plötzlich nicht mehr an uns interessiert zu sein. Jetzt, wo Brüller gefallen ist, ziehen sie ihre Wege. Die Raben haben die Docks freigehalten. Juno spricht gerade mit ihnen. Wenn die Langschiffe fertig sind, werden wir den ganzen Weg nach Oberon segeln. Mit Glück, bevor die Dunkelheit hier eintrifft. Wie weit südlich ist sie denn schon? Das weiß ich nicht. Ich hoffe nicht weit. Wir bringen den Prinzen wieder nach Hause und Tarkon hat schon beschlossen, mit uns zu fahren. Viel anderes bleibt ihm auch nicht übrig. Die beiden sehen auf, als du dich näherst. Brooke, es ist Zeit, sagt Ivar. Bald sind wir bereit, Vrsgard zu verlassen und einen sicheren Ort zu finden. Jetzt fällt mir gerade an, dass Ivar ganz am Anfang gesagt hat, wir sollten die Kinder nicht mitnehmen. Also Gil und Alette. Und beide sind jetzt nicht mehr unter uns. Bald sind wir bereit, Vrsgard zu verlassen und einen sicheren Ort zu finden. Ich weiß nicht, ob das so sicher sein wird. Ein Schiff ist schon fertig bei den Docks. Ich habe es für Alette vorbereiten lassen. Ertrage den Anblick nicht. Homrook, es ist Zeit, deine Tochter zu ehren.
Irgendwie hätte ich es, glaube ich, lieber, dass Alette die Führung übernommen hätte. Und nicht Rook seine Tochter überlebt. Aber ich denke mal, dann wäre Rook genauso gestorben. Ist es ein Trost, dass es ihr Wille war, dass sie es so wollte? Nicht wirklich. Aber wer weiß, was passiert wäre, wenn wir gesagt hätten, nein, ob sie sich dran gehalten hätte? Ich hätte Alette sehr gerne durch alle drei Teile am liebsten begleitet. Und wenn jetzt alle erstmal erfahren, dass der Brüller gar nicht tot ist, also es ist, oder, ne? Rook weiß ja, dass er nicht sterben kann. Aber damit ist der erste Teil, wie es aussieht, durch. Und dann lassen wir auch noch die Credits durchlaufen. Ich fand das Spiel sehr schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es wurmt mich ein bisschen, dass ich den letzten Kampf nicht geschafft habe, wie gesagt. Aber ich fand das storytechnisch sehr schön. Ich fand die Dilemma und Dilemmata, ich weiß nicht, ob das ist. Korrekte Plural ist. Teilweise sehr, sehr unangenehm zu entscheiden, was wir tun, was wir oder was wir nicht tun. Ich freue mich auf den zweiten Teil. Aber wir sind schon ziemlich gezeichnet, unsere Gruppe. Also Ivar hat einen Arm verloren. Ott hat gerade so überlebt. Giel ist nicht mehr dabei. Alette haben wir verloren. Das wird sicherlich Rook auch hart belasten. Und gerade am Ende war es so hart. Also man muss ja jetzt sagen, ich weiß gar nicht, ob man da weniger Ansehen bekommen hat bei im durchschnittlichen Run. Weil ansonsten hätten wir, ich weiß gar nicht, ob dann der Vorratsverbrauch und sowas höher ist, etc. Könnte ich mir vorstellen. Weil wenn es alles der Fall ist, dann hätten wir ja noch viel stärkere Einheiten am Schluss gehabt, um diesen Kampf zu bestreiten. Und ich glaube, ein großes Problem, oder ein Problem war auf jeden Fall am Schluss die Vorrede, dass die nicht mehr ausgereicht haben. Dass ich so nicht mehr zum Leveln kam von Einheiten. Ja. Müssen wir uns aber auch jetzt für den zweiten Teil versuchen mitzunehmen. Weiß nicht, ob man da mit derselben Gruppe weiterspielt. Oder ob eine neue Gruppe startet. Ich weiß es nicht. Werden wir sehen, sicherlich. Aber ja, glücklich darüber, über den Ausgang bin ich auf jeden Fall nicht. Das wurmt mich schon, arme Alette. Aber wir müssen wohl oder übel weitermachen mit dem Spielstand, den wir haben, nehme ich mal an. Das macht ja dann auch so ein Spiel. Eben auch den Wiederspielwert aus. Dass man vielleicht irgendwann in einem anderen Run Giel und Alette durchbringt. Natürlich habe ich jetzt zumindest grobe Vermutung,
was ich vielleicht anders entscheiden müsste, um dass Alet durchkommt. Aber es ist ja trotzdem wurmt es mich, dass ich es nicht auf schwierig voll durchgeschafft habe. Aber der Kampf war wirklich um ein Vielfaches schwerer. Aber ich glaube, es lag tatsächlich viel auch mit an der schlechten Moral. Weil sonst hätten wir noch viel gezielter schnell Rüstung weghauen können oder so. Also sollten wir im nächsten Run, wobei das ja wieder nicht einfacher werden wird mit den Vorräten. Und ich möchte halt auch nicht irgendwelche hungernden Leute oder so auf der Strecke lassen. Das. Aber ich vermute mal, das alles hat uns da eben mit reingetrieben. Dass wir dann immer komplett unser Ansehen für Vorräte ausgeben mussten und nichts mehr ins Level stecken konnten. Ja. Ich habe irgendwann in der Mitte von unserem Run auf jeden Fall angefangen und glaube bis zum Schluss auch, dass wir die Nahkampfeinheiten bis auf Hogun und Mogun, weil wir da immer die Attacke von ihnen genutzt haben. Da haben wir alles mitgenommen, was an irgendwie Rüstungsschaden ging. Und ich glaube, nicht mal bei Aletta haben wir das komplett gelevelt. Und Ott und Nitta haben wir eh weggelassen. Die haben wir viel zu wenig genutzt. Vielleicht müssen wir beim nächsten Mal mehr durchtauschen. Dann haben wir aber auch irgendwie das Problem, dass die Einzelnen natürlich nicht so hochkommen. Ich glaube, das wird noch spannend. Aber ich glaube, der Abspann ist noch relativ lange, weil wir sind bei A, was Namen angeht. Ah, wir kommen zu B. Sehr schön. Was kann ich noch sagen? Ich hatte irgendwie ein bisschen mehr Hoffnung als tatsächlich, als Yuno gekommen ist. Ich meine, sie hat natürlich in der Storyline die ganzen Brüder davon abgehalten, über uns herzufallen. Und hat uns den Pfeil, eben mit dem Pfeil weitergebracht. Bin mal gespannt, was Yuno dazu beitragen kann. Eben, wie soll ich sagen? Im zweiten Teil, genau, das wollte ich sagen. Aber ja. Ich würde sagen, fairerweise lasse ich denn die Credits doch noch durchlaufen, aber ich muss jetzt, glaube ich, nicht nur noch zum vierten Mal erzählen, dass mich das ein bisschen wurmt mit Alet und auch, dass mich das wurmt mit Schwierigkeitsgrad, aber so haben wir es jetzt gemacht. Und ich glaube, ich habe dann auch ein bisschen reingejolot am Schluss, dass es sogar teilweise noch ein bisschen knapp wurde. Ich glaube, hätte ich da dann, aber ich war einfach schon, ich hatte nicht mehr den Nerv, bin ich ganz ehrlich. Ich habe jetzt 4, 5 Stunden lang probiert, auf schwer das Ding zu wuppen und dann hatte ich nicht mehr den Nerv, da jetzt nochmal eine spezielle Aufstellung mir rauszusuchen oder auszudenken. Ich wusste oder ich bin davon ausgegangen, dass wir da durchkommen, weil die Einheiten deutlich schwächer waren. Und das hat er dann auch am Schluss hingehauen. So. Damit verabschiede ich mich. Und morgen geht's dann weiter mit Banner Saga 2. Bin gespannt, wie das hier werden wird. Ich hoffe, ihr auch. Und dann sehen wir, wie es dort weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao, ciao.